Hallihallo und herzlich willkommen zurück, meine kleinen Fledermäuse, zu Let's Play Mario Kart Wii. Ich weiß, die letzten zwei Tage kamen keine Folgen. Das lag daran, weil ich Stress mit Mediamarkt hatte. Wer das nicht gesehen hat, dann schaut das einfach an. Das findet ihr auf meinem Kanal. Und wir sind jetzt bei natürlich Grand Prix 150cc. Uff, wen nehmen wir denn da? Puh. Wie wär's mal mit dem Luigi? Ich glaube, den haben wir noch nicht genommen. Ach, wir haben ja alles schon freigeschaltet, ne? Okay. Ich weiß nicht, ob wir den schon genommen haben oder das schon genommen haben. Ich glaube nicht. Genau, wir haben uns hier Bronze einkassiert, weil ich so toll war und, ne? Dieses blöde, süße Babymobil genommen habe. Ja, das war sehr clever. Hoffentlich geht's mit diesem Auto jetzt besser. Hoffentlich. So. Und los geht's. Juhu. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich noch sitzen muss. Ich glaube, so war es richtig. Wo ich eine Hand unterm Tisch habe zum Lenken und ui. Und eine über dem Tisch. Und zwar die mit der Wii-Fernbedienung. Ich falle auf die Baby Peach. Pech gehabt, Baby Peach. Du denkst, du bist witzig? Mist! Ich habe den Tod verpasst. Oh, ich habe die Daisy getroffen! Die Baby Daisy. Nein! Das war ja ein Glück. Das war ja ein richtiges Glück, du. Ich wollte doch hier entlang fahren. Uff. Geh weg. Wir hatten so ein Unglück mit der Baby Daisy, weil wir halt auf der Regenbogenstrecke überall runtergeflogen sind. Da sind wir selbst runtergeflogen, da sind wir runtergestoßen worden. Das war wirklich brutalo. Also so richtig neu. Brutalo. Richtig, richtig brutal. Ui, das, da muss ich nicht unbedingt hier zerdrückt werden. Ha! Das habe ich davon gekriegt, siehst du? Nein! Ja! Ja! Da war mein Mushroom von der letzten Runde. Es geht nicht besser heute. Oh, vielleicht doch. Guck mal! Guck mal! Nein, ich bin ins Gras gefahren! Oh, nein! Hui. Oh yeah, Luigi, yeah. Zweite. Okay. Ich dachte schon, wir werden Fünfte oder Fünfter. Das wäre so schlimm gewesen. Das wäre richtig fett schlimm gewesen. Schreibt doch mal in die Kommentare, ob ich mal das Mario Kart DS, nicht 3DS übrigens, nur den normalen Nintendo DS, DS mit euch spielen soll. Das Problem mit 3DS ist, man braucht einen gehackten 3DS, oder, nein, eigentlich nicht gehackt, einen modifizierten 3DS von Nintendo, aber der funktioniert nicht wirklich sehr gut. Das heißt, wenn er kaputt ist, dann ist er halt kaputt und dann kriegst du auch keinen neuen mehr. Und da ist mir das Geld dann ein bisschen zu schade. Ha. Geh weg. Oh, du denkst, du bist ganz clever, ha? Huh? Na, das sehen wir jetzt. So. Sobald ich dann aber irgendwann mal eine Nintendo Switch habe, hoffentlich Ende dieses Jahres an Weihnachten, dann werden wir auf jeden Fall Mario Kart 8 Deluxe spülen, vielleicht nicht. Spielen wäre sehr gut. So, wir haben eine Sicherheitsbanane für uns. Jetzt müssen wir nur nicht ausrutschen. Ui, das ging fast nicht gut. So. So. Und so.
Luigi ist endlich Nummer 1. Genau, da freue ich mich auch drauf. Der Mario ist uns aber ganz, 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 ganz dicht auf den Fersen. Okay. SNES Ghost Valley 2. Ja, das Gute ist natürlich, bei Mario Kart braucht man nicht unbedingt, dass sie jetzt auch Deutsch haben. Zeit und Runde ist Time und Lab. Lab. Laptop. Und, puff. Ich habe übrigens bei YouTube gesehen, wie diese Strecke im Originalen aussah. Und igitt. Igitt. Einfach nur igitt. Ich bin so froh, dass es jetzt so aussieht, ne? Das ist jetzt schon besser. Aber, ja, einfach, Genau, ich wollte hier nämlich noch unbedingt ein kleines Paketchen einsammeln. Ui, dankeschön. Jetzt hast du den Tod total erwischt. Ui. Das war vielleicht nicht so günstig. Der weiß schon, was er macht. Guck mal. Der behaltet den Panzer da. Aber ob wir jetzt da... Guck mal, ich habe eine Idee. Schnell! Schnell benutzt. Huh! Es hat geklappt, zum Glück. Okay. Also, ich werde keine Bikes mehr benutzen. Ich glaube, zumindest würde ich es nicht... Ja, nicht benutzen. Außer wir schalten natürlich ein neues Bike frei. Aber ansonsten nicht, denn ansonsten... Sieht ein bisschen schlecht aus. Außer ihr wollt, dass ich Bikes benutze, dann schreibt das doch in die Kommentare rein. So. Schwupp. Ui, zu scharf in die Kurve. Oh. Der ist ja so groß. Guck mal, der ist mit Absicht auf den drauf gefahren. Total verständlich, hätte ich auch gemacht. Aber trotzdem. Ha. Tut mir leid, Washi. Tut mir leid, Washi. Ich dachte gerade an Wooly Yoshi. Das wollte ich noch als nächstes sagen. Ja, jetzt heißt er halt Washi. Ich krieg den einfach nicht. Oh, den Mario hat's erwischt. So. Ui, ich werde überholt, aber richtig fett hier. Na, klasse. Oh, und dann kriege ich auch noch so eine blöde grüne Schale. Von all den Schalen oder von allem, was ich kriegen könnte, eine grüne Schale. Genial. Oh. Ich bin zwar jetzt im Gras gefahren, aber ja, wenn es klappt, dann klappt's, ne? Puh. Und es hat definitiv geklappt. Ich kann nicht meckern, es hat geklappt. So. Ich glaube, die sind mir aber dicht auf den Fersen. Ja. Dritte und letzte Runde hier. Hoffentlich geht es besser. Oh, was? Ist das der Bowser oder der Donkey Kong? Ich kann nicht zurückgucken, weil ich es hier halten muss. Ui, ganz vorsichtig. Wir rutschen da jetzt bestimmt alle aus. Weil das AI ist da nicht so gut drin. Ne? Das ist nicht so. Das ist nicht so sagenhaft, sobald da die Tinte da drüber gesprudelt wird. So. Kann ich es riskieren? Probier mal. Ich habe nichts getroffen. Schade. Oh doch. Ganz hinten habe ich was getroffen. So. Ganz hinten habe ich den Diddy Kong getroffen. Luigi Number One. Ja, tatsächlich, wir sind Nummer 1. Okay, nächstes bitte. Dankeschön. Okay. Wir haben den ersten Platz erhalten mit einem A-Rang.
Okay, das war eigentlich ziemlich schnell. Diese Folge wird heute leider etwas kürzer. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Vergesst nicht in die Kommentare zu schreiben, ob ich die Bronze- und Silber-Cups, Silber-Cups nochmal spielen soll. Und ja, ich sehe euch dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, eure Käsekuchen. Tschüss.